Hallo ihr Lieben und recht herzlich willkommen beim Nette-Leute-Treff, eurem Ü50-Freizeittreff im Ländle. Pünktlich heute am Sonntag gibt es mal wieder das nächste Video für euch und ich habe ein ganz, ganz spannendes Thema, denn wir gehen ja ins lange Wochenende, also sprich ins Pfingstwochenende, und wir haben ja eine lange Reise geplant mit euch und wir haben auch noch am Freitag unseren Nette-Leute-Treff-Stammtisch. Wo es diesmal hingeht, sowohl am Freitag als auch am Pfingsten, das verrate ich euch wie immer nach dem Intro. Dranbleiben, es lohnt sich. So, wie gesagt, wir haben eine spannende Woche vor uns und wir starten am kommenden Freitag 19.30 Uhr wie immer unser Nette-Leute-Treff-Stammtisch. Und diesmal möchte ich mit euch mal wieder, da waren wir nämlich dieses Jahr noch gar nicht. Nein, das ist es natürlich nicht. Das möchte ich euch zeigen. Ich möchte mit euch mal wieder schön griechisch essen gehen und zwar ins Restaurant Sirtaki nach Ludwigsburg. Das ist in der Nähe vom Finanzamt, ein richtig tolles griechisches Restaurant mit tollem Essen, ganz, ganz lecker. Und das Schöne am Sirtaki ist natürlich auch, wenn wir am Freitag schönes Wetter hätten, dann könnte man dort natürlich auch schön draußen sitzen und draußen essen. Und bei Schmuddelwetter, dann sind wir halt drin. Also wenn ihr mit dabei sein möchtet am Freitag 19.30 Uhr, dann meldet ihr euch doch bitte bis aller spätestens Dienstagabend an zum Termin. Und zwar für die Mitglieder per App, für alle anderen per WhatsApp. Und dann könnt ihr, wie gesagt, am Freitag mit dabei sein in Sirtaki in Ludwigsburg. Sollten wir dort keinen Tisch bekommen, dann werde ich kurzfristig umdisponieren. Es gibt ja noch ein paar schöne, gute, tolle, leckere griechische Restaurants in Ludwigsburg. Also, aber geplant ist auf alle Fälle Sirtaki und bisher hat es ja eigentlich auch immer geklappt. So, jetzt der kommende Samstag, Sonntag und Montag. Das lange Pfingstwochenende steht an. Und wir gehen, ihr habt es vielleicht gerade eben schon mal kurz gesehen im Bild, wir gehen zusammen nach Colmar. Sprich, wir fahren nach Colmar, nach Frankreich, ins Elsass. Soll ein ganz, ganz tolles Städtchen sein. Sehr romantisch, viele kleine, tolle, leckere Lokale. Und ich werde natürlich noch ein bisschen mich im Internet umschauen, was es dort an tollen Lokalen gibt. So richtig schön traditionell. Tolles französisches Elsässer Essen, das gönnen wir uns natürlich. Im Colmar sind wir die ersten zwei Tage, machen natürlich Stadtführung mit Bootsfahren, alles was es so gibt. Da gibt es glaube ich auch so einen Zug, der da dann durch die Stadt fährt. All das haben wir geplant und am Montag früh nach dem Frühstücken, wie gesagt, das Hotel ist ja schon gebucht. Wir sind derzeit 8 Leute, wir hätten noch einen Platz, also wenn jemand ganz, ganz kurz entschlossen sagen möchte, ich komme noch mit, dann gucken wir, ob wir noch ein Hotelzimmer kriegen und dann könnte da noch eine Person könnte noch mitgehen. Und ansonsten, wie gesagt, am Montagmorgen nach dem Frühstück werden wir noch auf der Rückfahrt einen Abstecher machen nach Straßburg. Da waren wir schon ein paar Mal. Tolle Stadt, die schauen wir uns auf alle noch mal ein bisschen an. Gehen dort was essen natürlich, ein bisschen was trinken. Und ich denke mal, dass wir so bis 18, 19 Uhr am Montagabend wieder zu Hause sein werden. Also ihr seht, ein tolles, volles Wochenende diesmal. Und jetzt sage ich erstmal für euch, tschüss, euer Nette-Leute-Treff. Tschüss, euer André. Freitag anmelden, nicht vergessen, bis spätestens Dienstag. Und wir sehen uns am Freitag. Bis dahin, ciao, ciao und auf bald.